mir tut der Hals weh. Ich komme mir vor, als würde ich soft resetten. Ey. Na gut. Krit. Mehr kann ich nicht machen. Erster Ball, alles klar. Muss ich nicht verstehen. Auf einmal bleibt es drin. Ja, Green. Ist aber geil, minimaler Ballverlust. Als ob, Mann. Auf einmal ist es einfach drin. Ja, the fuck. Junge. Vermerkst den Stand der Dinge in der Legendennotiz 2. Okay. Hallo, hallo, ich bin's, Peony. Wollte mal hören, ob bei dir noch alles im Lot ist. Ja, doch. Bitte, du bist dem Stahlgiganten Registil begegnet. Gut gemacht, Expeditionsleiter. Respekt. Aber jetzt nicht nachlassen. Die anderen Giganten wollen auch noch gefangen werden. Okay. Brauch irgendwer ein Registil und gib mir dafür ein Lebenorb. Ich brauch's nicht. Ich bin bereit zu tauschen, Leute. Ja. Es hat sogar Verbrennung. Ja. Hey, Hex. Wollte mal hören, ob alles im Lot ist. Na, bin krank, hab die Grippe. Nee, ich hab irgendwie Scheiß im Hals. Husten. Ach, Schleim. Aber sonst, ja, passt. So, Leute, wo sind wir denn hier gelandet? Ah, hi. So, was geht denn hier Schönes ab? Erstmal ein Gegengift geschnurrt. So, geil. Ach, scheiße, runter vom Fahrrad. So, schütteln wir mal am Baum. Corona. Ich habe nur noch einen Bonbon. So, was geht denn hier? Warum ist es hier so neblig, Alter? So, von hier, wir sind jetzt, wartet mal, wir sind von hier oben gekommen. Hier liegt nämlich noch Schnee, ne? Genau. What the fuck? Alter, küss mich. Hey, Kevin. Junge, wie geht die Tür auf? Ich kann dir nur bei Registil helfen, da musst du pfeifen. Ansonsten keine Ahnung. Erstmal Nidoking gespawnt, Junge!
So. Butsch. Wenn Ampfer größer ist als Nidoking. Das ist wohl so klein laut Dex, oder wie? Okay, krass. Komm schon, ich hatte... Oh, wie das leckt, das Game, Alter. Ich hatte lange keinen Lackerwurf mehr, wollte ich sagen. Ja, sag ich doch. Nerv nicht mit deinem Gift. Geh lieber mal im Ball, Junge. Okay. Nice, Mondstein gespart. 1,40 Meter ist es. Okay, ich verstehe. Man sieht hier aber auch nichts, ey. Dieser Stein, hat er was zu sagen? Hier spawnt ja echter Shit, Leute. Hier gibt es ja irgendwo, hat man im Trailer gesehen, auch einen Dragoran. Cool, cool. Ach du Scheiße. Oh, Hartminze. The fuck? Das ist gut? Das ist echt gut. Leute, ey. Das Wetter hier. Alles klar, hier liegt auf einmal wieder Schnee. Na hey, Batu. Du hast 3 Leben, Orbs. Ja, ich hätte irgendwann gern mal einen. Hä? Was? Wie bin ich denn jetzt wieder hier gelandet? Okay. Ich bin jetzt im Kreis gefahren, wollt ihr mich verarschen? Hier sieht sich voll gleich aus, ich komme nicht klar. Eine riesige Kanne. Einmal war ich wieder im Dorf. Uah. Dass du dich nicht schämst, Alter. Okay. Zweiter Ball läuft. Ja. Da stand was im Weg. Ich hab's Relaxo nicht gesehen. Jetzt ist die Frage, wie geht das? Ja. Ich hab's Relaxo nicht gesehen. Ja, weil ich so die Sicht hatte und es stand halt da, ne? The fuck? Ich hab's Relaxo nicht gesehen. Alter. Hä, wie kann ich denn da rein?
Oh, diese Kamera, fick dich doch, Spiel. Richtig, ey, jetzt. Ich glaube, da geht's gar nicht rein. Ja, Lust. So, Bürgermeister, hau mal raus. Für dieses Feld ist es wohl auch zu spät. Der Boden ist schon so ausgelaugt, dass hier keine Feldfrüchte mehr wachsen würden. Vielleicht ist die Erde der Kronenschneelande wirklich zu nichts mehr zu gebrauchen. Nanu, was machst denn du hier? Kann ich dir irgendwie helfen? Wie, du möchtest etwas über das treue Ross des Königs der reichen Ernte erfahren? Hier draußen ist es zu kalt, um solche Gespräche zu führen. Reden wir in meinem Haus weiter. Ich werde dort auf dich warten. Darf ich endlich rein? Nice. Den haben wir in Shiny. Ach du Scheiße, Junge. Stehst im Weg, Lampe. Tu mal nicht so, Gen 5, Junge. Ey, ich brauche noch mein Random Shiny heute, stimmt. Ist ja ein Release von der, vom DLC. Da darf ein Shiny natürlich nicht fehlen, ne? So, ich habe heute noch nichts gedroppt. Ich passe auch extra auf diesmal. Aber diesmal spiele ich ja auch nur mit einer Switch. So, ich brauche auch so Bären, die EVs zurücksetzen, deswegen wackel ich immer am Baum. In der Hoffnung, dass was droppt. Fuck! Das meinte ich nicht. Nur ein Raffel. Hey, Raffel. Kommen hier echt noch Raffel aus dem Baum. Boah, 62er Raffel. Scheiße. So, Leute. Das nehmen wir noch mit. Durch den Nebel ist es echt unübersichtlich hier, oder? Oder geht das wieder nur mir so? Ich glaube, den anderen geht es auch so. Oh, wie süß. Eigentlich soll ich ja zurück an Anfang. Für die Nara gibt's hier. Ich schaue mich halt so gerne um. So, dich habe ich schon. Gibt bestimmt wieder irgendwelche Leute, die Nidoking Soft Reset. 100 pro. Ach du Scheiße. Oh, ein Pixie. Ich finde den Nebel aber auch nervig. Legis, die sich heilen können, fucken ab. Warum läuft mein Pogi eigentlich nicht mehr hinter mir? Hier fliegt da Aerodactyl rum. Hä? Holy fuck.
Oh klar, ne? Kostet ja nichts. Autsch. Boah. Ich hab doch Gift drauf, Junge. Alter, wie hier Aerodactyl rumfliegt. Junge, was ist hier los? Ich bin tot. Das ist interessant. Das bedeutet, man kriegt die Viecher hier auch mal in seinem eigenen Ball. Weil sonst haben die, glaube ich, immer einen Pokéball gehabt. Weil die halt immer wieder erweckt wurden. Ich weiß gar nicht, ob man so ein... Ja, man kann das ja auch brüten, ne? Aber haben die da nicht trotzdem immer einen Pokéball gehabt? Weiß ich nicht. Boah, es hat nicht mal gewackelt, Junge. Rost halt komplett aus, Junge. Was zur Hölle? Ich will dich nicht umbringen. So, das muss reichen. Der macht schon Mucken, ne? Nee, der hat wieder Flugschwäche, so eine Scheiße. Ja. So, nochmal, rein! Wo sind die Lackerwürfe von früher? Ja! So, dann will ich mal gucken, ob ich mich... Kann ich zurückfliegen? Ja. Oder auch nicht. Hä, hey, was? Ach doch, das ist... Okay, okay, okay. Das ist nur nicht weit weg. Ach so. Ich muss mir erstmal heilen. Boah. Wenn ich Sneeble oder Sneebuna sehe. Hier sieht's schön aus. Jo, erstmal 91 hier. Hier kann man sich heilen, ne? Warum ist hier niemand? Du, wo sind denn alle? Suchst du Troy oder was? Ist Wally eigentlich Sneeble 2.0? Hey Leute, warum rennt mein Poki mir nicht mehr hinterher? Habe ich das ausgestellt? Das wollte ich gar nicht. Moment. Ja. Ich glaube, ich habe das vorhin aus Versehen irgendwie ausgemacht. Sneeble ist ja eigentlich auch nur Valmer 2.0, ne? Valmer war ja 17 mal shiny. Boah, ich glaube, hier war ich auch noch nicht. Oder? Doch. Warum lag hier die Schlaubrille?
Nee, hier sind wir wieder dort. Ey, Alter, das sieht überall gleich aus, ich weiß auch nicht. Slegi fuckt ab. Sei froh, dass es nur drei sind. Ich glaube drei. Wow. Ich glaube, dreimal werden wir überleben. Wie hier Mimik mal rumgeistert. Wir müssen jetzt erstmal hier hin. Oh Leute, wisst ihr, was bestimmt voll geil hier im Schnee kommt? Wenn man die Steuerung kann. Warte, ich zeig's euch. Falls das geht. Das ist cool, oder? Gen 7 lässt Grüße da. Leider braucht es die versteckte Fähigkeit und das bedeutet, ich brauche diese Kapsel. Na Lavados, bist du heiß wie Frittenfett oder was? Geil. Ich hab einfach einen Lavados in Shiny hinter mir. Alter. Gut, weiter geht's. Die Statue des Königs der reichen Ernte. Seit wann ist denn ihr Kopf so groß? Na, ich hab drauf getan. Was sagst du? So sollte der König eigentlich aussehen? Stimmt, so ähnelt er wirklich dem Aufdruck auf unserem Pullover. Aber du redest ja, als hättest du ihn schon mal mit eigenen Augen gesehen. Das würde bedeuten, diese Statue war schon seit meiner Kindheit beschädigt. Ah, natürlich. Du wolltest etwas über das treue Ross des Königs der reichen Ernte erfahren. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, warum du dich dafür interessierst, aber bitte, folge mir. Bleibt das Ding im Flottball, ist klar. In einem Buch habe ich vor langer Zeit einmal gelesen, dass das treue Ross des Königs geradezu vernarrt war in ein bestimmtes Gemüse. Für Teufel. Ach, mir tut der Hals weh, Leute. Ein Gemüse, das hier in den Kronenschneelanden wächst. Aber was genau war das? In letzter Zeit fällt mir aber auch gar nichts mehr ein. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, lies dir die Bücher im Regal dort durch. Boah. Gemüse und Lesen. Hier fetzt es ja richtig. Alter. Boah, echt jetzt? Unter diesem Namen ist das Pokémon bekannt, das unserem kargen Lande reiche Ernte beschert. Wo seine rechte Hand kleiden lässt, die Ferkel, blühen sogleich Blumen und Kräuter in großer Zahl. Lässt es die linke Hand über Feld und Flur schweifen, segnet es sie mit Fruchtbarkeit. Grün leuchtet seine Krone, wenn es Rittel. Es wird immer schlimmer. Diese perversen Schweine. Ja. Ja. Auf seinem treuen Ross über Berg und Tal brecht. Regi Eis mit einem Flottball gefangen. Na, dafür sind die Flottbälle ja auch da, Leute. Ne? So.
Überall, wo sie dabei den Boden berühren, hinterlassen sie eine Spur an frischen Trieben. So wird diesem Wesen hierzulande als unserem ehrwürdigen König gehuldigt. Möchtest du noch ein Buch lesen? Ich muss. Das treue Reittier stellte seine Kräfte in den Dienst des Königs. Vereint sind sie zu Wundertaten fähig und vermögen es, in nur einer einzigen Nacht einen Wald aus dem Nichts zu erschaffen. Das ist gut, wenn Tamara mal wieder einen abfackelt, dann kommen die und bam, am nächsten Tag ist er wieder da, der Wald. Ja. Einst war es ein Ungetüm, das Feldfrüchte vernichtete und den Dorfbewohnern viel Kummer und Leid bereitete. Doch dem König gelang es dank seiner Macht, es sich untertan zu machen. Manche sagen, mit seinem schwarzen Fell erinnere es an einen finsteren Geist aus düsterer Nacht. Andere behaupten wiederum, sein Fell leuchtet weiß wie bitterkaltes Eis. Das liegt bestimmt daran, dass es zwei Formen gibt, weil es zwei Spiele gibt und man sich wieder für eine Form entscheiden muss. Ich nehme den schwarzen Junge. Und bei meinem anderen Spielstand nehme ich nicht die Schwarze. Easy, ne? Die Wahrheit bleibt ungewiss. Mittwoch geht's wieder in den Wald mit den Kiddies. Und ein Feuerzeug. So. Diese Zügel gestatten es dem König, sein treues Ross zu bändigen. Sie waren ein handgefertigtes Geschenk der Menschen an den erntebringenden König. So zeugen die Zügel nicht nur von einem Bündnis zwischen dem König und seinem treuen Ross, sondern auch von dem Buch zwischen dem König und uns, nicht Buch, Bund zwischen dem König und uns Menschen. Niemals mögen wir es versäumen, dem König zu Beginn eines neuen Jahres solch Zügel zu geben. Schicht auf Schicht soll eine leuchtende Blume mit der Mähne des Rosses verflochten werden, auf dass diese Kunst von unseren Nachkommen sowie deren Kinder und Kindeskindern fortgeführt werden möge. Dauert noch ein bisschen, Leute. So, in den Kronenschneelanden gedeihen Karotten auf unterschiedliche Weise. Auf schneebedeckten Feldern sprießt die Polarkarotte hervor. Die Phantomkarotte hingegen wächst auf Feldern in der Nähe eines Friedhofs. Pokémon des Typs Eis scheinen eine Vorliebe für Polarkarotten zu haben, während Pokémon des Typs Geist Phantomkarotten bevorzugen. Okay, da muss man seinem Legi wohl Karotten geben, oder was? In Märchen wird davon erzählt, dass das treue Ross des Königs der reichen Ernte die Karotten der Schneelande liebte. Ja, scheint so. Während einige Geschichten allerdings von einem weißen Ross sprechen, das Polarkarotten mochte, erwähnen andere ein schwarzes Ross, dessen Leibspeise Phantomkarotten waren. Aus irgendeinem Grund weichen die Legenden in diesen Punkten voneinander ab. Jo, das ist ja übelst spoilerisch gerade hier. Mit jedem Jahr, das in den Schneelanden zieht, scheinen die Temperaturen weiter zu sinken. Kein Wunder, dass man es sich dann immer öfter zu Hause im Warmen gemütlich macht. Leider führt das zu einem maßgeblichen Bewegungsmangel, den man ausgleichen sollte. Dicke Kinder. War grad duschen, dass du dich nicht schämst. Um aus diesem eisigen Winterschlaf zu erwachen und die Körpertemperatur anzukurbeln, eignet sich die Freestyle-Schneetanz halt. So, die Hände in die Luft, nach rechts, nach links, dann runter zu den Füßen, die Dehnung schön genießen. Das geht nicht, ich bin zu fett. Wenn die Verbeugung gut gelingt, spürt man, wie das Herz anspringt. Stellen Sie sich mit anderen im Kreis auf und tanzen Sie gemeinsam. So bleiben Sie auch im hohen Alter fit für den nächsten Frühling. Was zur Hölle wollen die hier?
So, letzte Buch. Souvenirs. Ideensammlung für ein Freestyle-Souvenir. Hiermit möchte ich mich herzlich für die vielen eingereichten Ideen bedanken. Unsere Wahl fiel letztendlich auf ein Pullover mit dem König der reichen Ernte als Aufdruck. Junge, Junge. Ich gebe zu, dass mir Duschen Spaß macht. Fuck. Okay. Da wir für das Design historisches Bildmaterial verwenden können, dürfte sich dieses Projekt als recht kosteneffizient erweisen. Nee, ich glaube, ich habe alle Bücher gelesen. Alter. Die Frage ist, wie geht's jetzt weiter? Was machst denn du hier? Haben wir noch Peps? Okay. Wenn du mehr über das treue Ross des Königs erfahren willst, lies Bücher. Nee, lass mal. Dass den keiner sieht? Ja. Laber nicht. Null verworfene Frames. Leute, ich liebe es. So. Kuro. Ach, jetzt verstehe ich es wieder nicht. Expeditionsleiter. Mir kam es gerade so vor, als hätte jemand nach mir gerufen. Warst du das? Wird er wieder übernommen? Menschenkind, hast du etwas über mein treues Ross herausgefunden? Ja. Du weißt, was mein treues Ross besonders mag? Deswegen brauche ich die Karotten. Ah ja. Unsere gemeinsame Zeit ist so lange her, dass es mir gänzlich entfallen ist. Mit dieser besonderen Vorliebe gelingt es uns vielleicht, mein treues Ross herbeizulocken. Worum handelt es sich dabei? Karotten. Oh, Karotten, sagst du. Wohl wahr, ich erinnere mich. Sobald man ihm eine bestimmte Feldfrucht vor die Nase hielt, gab es kein Halten mehr. Es kostete einige Mühe, es dann wieder unter Kontrolle zu bringen. Ja, jetzt kommt es mir wieder in den Sinn. Es handelt sich in der Tat um Karotten. Gut gemacht, Menschenkind. Wenn wir eine Karotte hätten, könnten wir mein treues Ross zu uns locken, wo immer es sich auch gerade aufhält. Es ist denkbar, dass die Menschen im Dorf diese Feldfrüchte anbauen. Schon ein einzelner Samen würde mir genügen, um eine Karotte heranwachsen zu lassen. Scheiße. Um das treue Ross des Königs der reichen Ernte aufzuspüren, benötigte ich seine Leibspeise, Karotten. Vielleicht wissen ja die Leute mehr dazu. Ich brauche Karotten. Oh, Alter, Lavados, brenn mal nicht einen Baum ab. So. So schön. Du suchst also nach Karotten, wie? Da kommst du leider zur falschen Jahreszeit. Dafür hätte ich aber ein paar Karottensamen. Ja, ich weiß, aber ich hab das nicht. Leute, wir müssen raiden gehen. Wer kommt mit raiden? So eine Scheiße mit der Scheiße hier. Raiden.